Top. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kollegen, werte Arbeitnehmer im Land. Jeder von uns kennt seine Postzustellerin. Bei mir ist es eine junge Frau, die unter meinen Bestellungen und Bücherpaketen zu leiden hat. Man kennt sich, man grüßt sich, man schätzt sich. Doch leider bleibt keine Zeit mehr für einen freundlichen Plausch mit dem Postboten. Der banale Grund, die Arbeitsbedingungen. Und deshalb haben, und das verstehe ich, zehntausende Postbeschäftigte vorgestern in Berlin demonstriert. Die Änderungen am Postgesetz, das Postmodernisierungsgesetz, sorgen für Argwohn bei den Beschäftigten. Ich zitiere den Gesamtbetriebsratschef. Wenn der Universaldienst nicht mehr auskömmlich finanziert werden kann, dann sind mehr als 10.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Wer das Wort nicht kennt, Universaldienst bedeutet, dass die Post in der Lage ist, an jedem einzelnen Werktag Sendungen zuzustellen, ob in Mühlhausen oder in Berlin-Mitte. Das muss gewährleistet sein, das gehört zur Grundversorgung, keine Frage, kein Widerspruch. Doch die Bundesregierung legt hier die Axt an. In einem Eckpunktepapier schwurbelte die Ampelkoalition Anfang 2023 davon, im Briefbereich mehr Wettbewerb zu ermöglichen, was immer das heißen wird. Da wir als AfD-Fraktion das Postmodernisierungsgesetz der Ampel noch nicht vorliegen haben, wissen wir nicht, welche Folgen für Zehntausende von Postboten eintreten werden. Was wir wissen ist, dass die Fehlerkultur an der Spitze der Deutschen Post immens ist. Ich erinnere beispielsweise an den klimaideologischen Traum der Konzernleitung, selbst ein E-Auto zu produzieren. Die Post wollte Vorreiter für eine CO2-Senkung und grüne Träume werden. Die Post hatte sich für diese politischen Ziele von ihrem eigentlichen Auftrag entfernt. Statt Schuster, bleib bei deinen Leisten, ging das schief. Und das ging schief auf Kosten der eigenen Bilanzen, und das heißt immer auf Kosten der Belegschaft, auf Kosten der Postkunden und auf Kosten der Preise. Währenddessen lassen sich die 8 Vorstandsmitglieder der Deutschen Post AG jährlich mehr als 41 Millionen Euro Vergütung auszahlen. Aber nicht nur die Deutsche Post-Chefetage steht für eine unaufgearbeitete Fehlerkultur. Nein, meine Damen und Herren, auch die Verdi-Spitze muss sich fragen lassen, warum sie die Demo am Brandenburger Tor angeführt hat. Exakt diese Konzernspitze, in dieser Konzernspitze sitzt die Führungsgruppe von Verdi. Ob die 10.000 Demonstranten wissen, dass Verdi für gerechte Löhne wirbt und sich selbst die Taschen voll macht? Hören Sie zu! Schauen wir uns doch einmal Frau Andrea Kocic an, die die Arbeitnehmerin bei der Post vertritt und seit 2007 im Aufsichtsrat der Deutschen Post AG sitzt. Sie heizt ihre Leute ein, gilt in den Medien als Frau hinter dem Streik. Und ihre Gesamtvergütung liegt jährlich bei 264.000 Euro. Das sind 22.000 Euro im Monat. Es nützt nichts, dass Frau Kocic einen großen Teil wohl an Verdi und an Böckler abführt. Davon haben die Mitarbeiter von der Post nichts. Gar nichts haben sie davon. Das Geld ist weg. Bei allem Respekt. Wer das aus dem Fugen geratene Lohngefüge derart ausnutzt, soll mir nicht als moralisches Gewissen der ausgebeuteten Postzusteller erscheinen. Das ist nicht authentisch, das ist abgehobenes linksideologisches Nutznießertum auf Kosten der Mehrheit im Unternehmen. Wir als AfD-Fraktion sagen in aller Deutlichkeit, wir werden uns das Postmodernisierungsgesetz ansehen, sobald es vorliegt. Wir werden für die berechtigten Interessen der Beschäftigten eintreten. Wir werden alles für die Bürger in diesem Lande tun, dass die tägliche Zustellung gewährt wird. Aber dafür müssen wir beide Seiten kritisch beleuchten. Die Fehlerkultur der Konzernspitze ist nicht besser oder schlechter als die Kultur der Verdi-Spitze. Beides muss endlich auf den Prüfstand im Interesse unserer Bürger, unseres Landes. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Pohl. Als nächster Redner das Wort der Kollege Reinhard Huben, FDP-Fraktion.